Ich erinnere mich. Ja. Es hat sich mir eine riesige Pflanze geschlungen und scheint sie zu erwürgen. Oh nein! Wir. Werden Dinge tun, um die Pflanze zu retten. Oh. Oh no. Es wird wieder kompliziert. Ich würde das erstmal. Wartet mal, wartet mal. Wenn wir... Das funktioniert nicht, okay? Was ich dachte. Ich dachte, wir könnten oben links den drehen. Wir kommen trotzdem immer. Rechts in der Mitte aus. Wohl nicht unbedingt, ne? Ach, wohl hier kommen wir gar nicht. Wir müssen Dinge tun. Wie oft müssen wir? Dreimal, ne? Eins, zwei. Zweimal. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier auch eins hinsetzen? Oh, falsch rum. Das war jetzt simpel. Ich bin erschrocken, dass das so gut geklappt hat. Jetzt geht es der Pflanze besser. Okay. Lauf, 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 lauf. Hat sich hier oben jetzt was verändert? Uiuiuiuiuiuiuiui. Hier ist auch so ein Zeichen. Mehr Gestrüpp. Irgendwas darin gefangen, aber ich komme nicht heran. Na, warte. Kein Rätsel? Wieder ist was gefangen. Wo ist es jetzt hin? Sieht wie eine Tür aus, aber es gibt keinen Knauf, nur eine seltsame Öffnung. Es ist so da. Das Gestrüpp hat sich bewegt. Was könnte das nur sein? Ah, da ist das Ding drin, was wir zum Öffnen der Tür brauchen. Nein? Okay, warum können wir denn nicht? Das ist zu dicht. Ach, was?
Warum? Warum? Warum nein? Warum nicht Rätsel? Ich, hier oben vielleicht? Nein. Dann können wir vielleicht... Nein. Ich bin verwirrt. Ich schaue mich noch mal um. Holz gibt es eine seltsame Öffnung. Ja. Hier, hier noch mal runter. Der rote, was? Will ich hier noch was auf die Pflanze wirken? Wohl nicht, nein. Schau noch mal hier links. Dreh dich. Okay. Kommen wir noch weiter runter. Schau hier unten nochmal. Hier war doch nicht schon immer gelb gülden, oder? Und hier sind wir ja gekommen. Was ist passiert? Die waren vorher noch nicht da. Da entlang kann ich nicht gehen. Ich muss sofort von hier weg. Kann man denen nicht irgendwas vortrellern? Nein? Okay. War hier nur ein Vorschlag. Ich dachte, ich probiere es mal. Oh, Gülden. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Jetzt geht es ihnen besser. Aber uns nicht, wir werden immer noch vom Monstrum und dieser Monstrosität gejagt. Weg damit.
Ich fragend. Ich, hilflos? Ich verwirrt. Jetzt weiß ich, dass es aussieht wie eine Tür und da ist der Schlüssel, aber wie kommen wir an den Schlüssel? Wir müssen ihn K.O. kriegen mit der. Wie kriege ich den da oben mit der. Was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Ist der jetzt? Ich vermute mal, wir müssen ihn mit der Blüte, die da hängt, betäuben. Wir müssen schneller sein und singen, während der hier. Jetzt ist abgelenkt und jetzt müssen wir ganz schnell. Ja! Liegt jetzt aber kein Schlüssel, ne? Schlüssel wo? Dort? Yeah! Kein Knauf, nur eine seltsame Öffnung. Sie ist offen. Jetzt kann ich endlich hier raus. Ich. Ja, ich höre dich wieder. Bin ich draußen? Endlich. Oh oh. Papa, bist du das? Sind wir hier gelandet? Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Trifft es ganz gut. Wir machen mal Licht an. Nein. Solltest. Ich hasse diese Rätselart, ne? Da würde ich irgendwie. Was ist hier, wenn wir das antippen? Solltest du.
Wieso tippt er das denn nicht an, wenn er schon Zahnrad ist? Ach so, weil ich. Okay. Darum Verwirrung. Ach, ich dachte. Oh boy. Was ist denn das für ein Fall? Für eine Lupe. Aber nur Punkt, 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 okay. Oh boy. Wieso geht jetzt alles aus? Außer. Hier war. Alles außer der. Gibt es doch noch was zu erkunden? Nein, du solltest eigentlich. Jetzt habe ich wieder alles außer der. Ach, ich bin verwirrt. Denkst du, wenn ich random irgendalles antippe? Ich sollte mir mal notieren. Ich putze mir mal eben die Nase und schub mir platt im Stift, dann notiere ich mir mal, was wo passiert, wenn ich etwas antippe. Gib mir eine Minute.
So, hier oben. Eins. Und vier. Hätte ich doch gerade nur eins getan. Das sind zwei. Alle. Bei Nummer drei. Eins, drei, fünf. Eins, drei und fünf. Wenn wir das antippen. Das sind vier, fünf und sechs. Nein, Entschuldigung. Hallo? Mädchen. Es ist an. Macht er nur 2 und 5, okay? Und der da unten? Nur 1 und 6. Kriegen wir denn jetzt noch 2 aus? Zwischen 5. Sechs und 5. Müssten 6 und 5 aus. Nein, 6 und 4. 6 und 4 ausschalten. Mal 1 und 6 an. 1 und 6 schaltet ganz unten aus. Und alle an machst du. Dann machst du halt nur 2. Das ist aber schade. Aber das war nah dran. 1 und 3. Das macht 1, 3 und 5 an. Warum habe ich mir 1, 3 und 5 aufgeschrieben? Ah ne, 1 und 4 habe ich mir aufgeschrieben. 1, 3, 5 ist hier. So. Jetzt haben wir nur noch die unteren. Oh, jetzt haben wir's.
Nanunana? Ja, das ist eine ganz prima Idee. Ich krabbel durch die Pflanze. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Oh. Können wir da hochklettern? 3 Schritte vor, 4 Schritte zurück. Na 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 na. Lucy? Lucy? Lucy, Liebling? Wie bin ich hierher gekommen? Wo bin ich? Jetzt war ich in der Pflanze, jetzt bin ich hier im... Wer hat mich gerufen? Warst du das, Mama? Mom! Mutter! Eine Steinskulptur. Wo bin ich hier? Wie bin ich aus der Pflanze rausgekommen? Da steht etwas geschrieben. Das Antlitz der Furcht, beschaue dir. Ruhelose Seelen wohnen hier. Wo einst verloren, wird neu ge... Was? Natürlich, das ist eine gute Idee. Dann ist ja schon ab. Ah! Was war das? Ich habe etwas Seltsames gehört. Es klang wie eine Stimme. Nein, es war keine Stimme. Es war ein Lied. Yay! Wir haben ein neues Lied gelernt. Es kann eine mysteriöse Melodie. Vielleicht kann sie Geheimnisse offenbaren. Probiere es hier einmal aus. Ach so. Hilf Lucy dabei, alle Felder zu erleuchten. Wenn du X auf den Augen drückst, leuchten sie auf. Ein Auge kann sich nicht öffnen, wenn es in den Schein eines anderen Auges gerät. Vorsicht, diese Blöcke sind lichtempfindlich. Leuchte sie nicht zu stark an, wenn du Probleme vermeiden willst. Leuchten die denn?
Okay. Das hätten wir. Wo bin ich jetzt? Das frage ich mich auch. All diese Pfade sehen gleich aus. Habe ich mich verlaufen? Gibt es hier irgendwas, was uns weiterhelfen könnte? Ich würde sagen, wir schauen uns einmal um, ob wir irgendwas aufdecken können. Nein. Dann würde ich sagen, wir halten uns mal am Rand. Oh, hier sieht alles gleich aus. Habe das Gefühl, wir kommen so nicht weiter. Okay, wir haben einen Ast noch. Können wir mit dem hier irgendwas? Nein, wir haben den Ast verloren. Das ist schlecht. Nein. Hier mit irgendwas. Nein. Was für ein seltsamer Vogel. So einen habe ich noch nie zuvor gesehen. Er besitzt eine hübsche hellrote Farbe. Er scheint gar keine Angst zu haben. Können wir mit dem Vogel vielleicht... Ja! Zeig mir deine Erinnerungen. Da eskalieren die Bäume. Können wir sonst noch was anstellen? Hoffnungsvoll nachfragt? Nein. Wie hilft uns das weiter? Nein. Dann laufen wir noch mal zum Vogel. Warte, was? Es ist kein Vogel mehr da. Ist wieder ein Vogel. Können wir da denn
Sieht auch das gleiche, ne? Und Vogel weg. Ja, schade. Sind wir wieder beim Vogel? Ja. Wieso läufst denn du immer wieder runter, Mädel? La 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 la. Wieder kein Vogel mehr. Ich weiß noch nicht, was das Spiel von uns erwartet. Mal rechts. Wir können aber auch nirgendwo was anstellen, ne? Außer beim Vogel. Wenn wir da wieder einen finden würden. Wenn der Chat eine Idee hat, teilt mir das gerne mit. Gespeichert. Nein, nein. Erinnerungen auf dem Stein. Nein. Für einen kleinen Stein. Können wir da was bewirken? Ich glaube nicht. Was zur Hölle?
Wir haben hier einen Vogel gefunden. Wir, Das ist eine schöne rote Farbe. Er scheint gar keine Angst zu haben. Ist die Farbe relevant? Ich vermute mehr Erinnerung. Aber... Blau. Blau heißt Lied der Kinder. Ja. Und grün. Grün ist dann das hier, vermute ich mal. Warte mal, da drüben, das kommt mir bekannt vor. Wir haben unseren Vater gefunden. Was? Buchstaben verändern sich. Ich kann es nicht vorlesen. Was? Nein, ich verstehe die nicht mehr. Wovon redest du? Ich verstehe nicht. Papa, so sorry. Es tut mir leid. Du hattest recht, der Wald ist... Wohin gehst du? Warum sind alle so wütend? Papa hat kein einziges Wort gesagt und er ist gegangen, ohne mir zu sagen, wohin. Bald war alles so verwirrend und jetzt ist alles noch verwirrender. Das macht mir Angst. Ich verstehe nicht. Es muss irgendwas passiert sein. Alles wird gut. Ich brauche keine Angst zu haben. Jetzt bin ich zu Hause. Ich schaue mich noch mal im Zimmer um. Hallo Kleidertruhe. Die Extradecke hängt auch noch da. Jetzt ist alles gruselig. Ich frage mich, wo Squinty ist. Ich frage mich, wo die Schleuder ist, die da hing. Und vorher eine Schleuder, die ist jetzt weg. Ich wünschte, ich könnte das Brüllen aus dem Wald nicht hören. Blume ist verwelkt, Papa hat sie weggeworfen. Und der Ball ist auch weg, der hier lag. Können wir ins Spiegel schauen? Okay, da hat sich nichts dran geändert. Auf die Ranken können wir bestimmt wieder. Selbe Geschrieben, was ich im Wald gesehen habe. Was hat es hier zu suchen? Was hat es in meinem Haus zu suchen? Das Geschrieben bedeckt fast die ganze Tür.
Das sieht kompliziert aus. Wir werden einmal. Einmal in die Richtung. Einmal. In die Richtung. Ich würde gern das zweimal drehen. Dann müssten wir das einmal drehen. Wo ist denn der Zeiger? Da ist der Zeiger. Dann einmal so. Es hat funktioniert. Das Gestrüpp ist verschwunden. Wir könnten jetzt endlich mal das Schlafzimmer betreten. Papa und Mamas Schrank. Die Kleidung ist noch immer hier. Das sind Papas Bücher. Als Mama mir das Singen beigebracht hat, hat Papa hier gelesen. Ich glaube, er ist gut in dem ist, was er tut. Aber was andere denken, das interessiert ihn mehr. Fenster? Der Fenster überblickt das Tal. Von hier aus scheint der Wald weit weg zu sein. Irgendwas. Was wir besingen können. Ein Satz, den ich schon immer mal sagen wollte. Okay, wieder ein Augenrätsel. Nee, das ist, mich kurz denken. Hier in der obersten Reihe auf jeden Fall das Auge benutzen. Können wir die auch öffnen? Das mir hier aus? Nein. Das muss man auch nicht, ne? Hier in der obersten Reihe müssen wir auf jeden Fall das öffnen, weil das einzige auf der linken Seite ist. Eierreihe können wir nicht zwei Augen öffnen, das heißt hier auf jeden Fall das Auge. Das hieße ja, in der Reihe müssen wir das, hier das. Nein. Hier auf jeden Fall das. Wir haben es. Diese Schublade habe ich noch nie zuvor gesehen. Papa, Mamas Schrank.
Die Kleidung ist noch immer hier. Was? Welche Schublade hast du vorher nicht gesehen? Ah, okay. Verschlossen. Ich suche nicht wirklich gerne Papas Sachen, aber ich habe das Gefühl, dass sich hier irgendwas Wichtiges verbirgt. Können wir jetzt einen von denen auf die Schublade noch anwenden? Nein. Wie finden wir noch irgendwo einen Schlüssel für die Schublade? Wir verlassen noch mal das Schlafzimmer. Treppe runter. Das ganze Geschirr. Hatte Papa Besuch? Ich vermute mal, die ganzen Fußabdrücke hier auf dem Boden zu urteilen. Können wir sonst noch was? Das verlassen möchte ich jetzt noch nicht. Squinty geht hier ein und aus, wie er möchte, und niemand sagt ein Wort. Im Kamin ist eine Menge Asche. Das Feuer muss die ganze Nacht lang gebrannt haben. Das sind Werkzeuge für den Kamin. Ziemlich sperrig. Das wollte ich nicht. Die Küche ist ganz unordentlich. Hier fehlt wohl wieder die Frau im Haus. Ihr scheint es Quinty nicht zu Hause. Das ist nur ein Hufeisen. Das ist auch nur eine Kuckucksuhr. Die existiert schon, solange ich denken kann, und sie funktioniert tadellos. Okay, dann werden wir einmal das Geschrüpp entfernen. Wo müssen wir denn hin? Das Rätsel hatten wir doch schon, oder? Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Warte, was? Hätten wir? Es ist verschwunden. Ich habe mich mal in die Mitte des Raums. Können wir hier? Dann haben wir noch das hier. Aber ich sehe keinen Nebel, ne? Dann schauen wir noch mal in den Keller. Ah, was für eine Unordnung. Hier liegen eine Menge Glasscherben. Wir haben bestimmt. Ups, ich wollte. Zwei Stück haben wir übersehen. Einer weiß ich, wo der gewesen wäre. Der wäre ja gewesen in der. Bei dem Monster. Das hätten wir erst nochmal mit dem Abzeichnen nach links laufen müssen. Ja, wir haben verstanden, dass das ein großartiger Käseleib ist. Das ist eine alte rostige Sichel.
Okay. Aber hier kann man bestimmt. Nein? Ich dachte, die Glasscherben. Die Kerze? Nein. Okay, mit der können wir nichts anstellen. Dann.